Hallo und herzlich willkommen bei Greußmann und Laube. Wir sind eine Mund-Kiefer-Gesichtschirurgische Praxis hier am Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt am Main, wo ich zusammen mit meinem Kollegen Dr. Greußmann seit 2009 niedergelassen bin. Mein Name ist Nico Laube und ich freue mich, Ihnen heute unseren digitalen Workflow in der Implantologie ein bisschen näher bringen zu können. Der ganze digitale, theoretische Unterbau, der hat bereits im Vorfeld stattgefunden. Der Patient hat bereits seinen Diagnostiktermin bei uns durchlaufen, bei dem die Rohdaten erzeugt werden, die essentiell wichtig sind für den digitalen Workflow. Das ist auf der einen Seite der DICOM-Datensatz, der durch das DVT oder das digitale Volumentomogramm erzeugt wird, und auf der anderen Seite der STL-Datensatz, der durch den Intraoral-Scan erzeugt wird. Beide Datensätze werden dann in der Planungssoftware gematcht und es wird die optimale Position für das Implantat rein virtuell festgelegt. Ist man dann happy mit dem Ergebnis, kann man dann, wie in unserem Fall, im 3D-Drucker die Bohrschablone ausdrucken und es wird im Prinzip das theoretisch und virtuell geplante Implantatergebnis bestenfalls 1:1 in die Patientensituation übersetzt. Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen jetzt live und in Farbe von mir. Ich begrüße Sie zum heutigen Web-Tutorial, der digitale Workflow in der Implantologie. Dazu begrüße ich alle Skeptiker, Enthusiasten, Einsteiger, vielleicht auch Aussteiger dieser Verfahrensweise. Wie im Intro bereits angekündigt, zeigen wir Ihnen heute ein paar Ausschnitte aus der Filmproduktion. Das wird in zwei Teile gegliedert sein. Das ist einmal ein 16-minütiger Teil und ein 9-minütiger Teil. Und es soll heute eher ein praktischer Bezug hergestellt werden, der Ihnen so ein bisschen mehr Tools an die Hand gibt, um die Entscheidung zu treffen. Ist das was für mich? Denn viele fragen ja, warum muss jetzt alles digital sein? Kann ich bei meinem analogen Workflow bleiben oder kann ich das kombinieren? Und das soll Ihnen alles so ein kleines bisschen helfen und die Entscheidung für sich treffen zu können, ob das interessant ist für Sie oder nicht, ob Sie Zuschauer sein wollen oder aktiv mit dabei sein wollen. Sie merken vielleicht schon, ich bin natürlich ein großer Enthusiast dieses Themas. Natürlich, sonst würde ich diesen Vortrag auch nicht halten. Ich denke, dass einfach der digitale Workflow die Möglichkeit hat, uns zu besseren, sichereren Implantologen zu machen. Und das ist der Grund, warum ich Ihnen das heute ein bisschen näher bringen möchte. An dieser Stelle frage ich normalerweise zum Beispiel in unseren Kursen oder auch über Zoom, wer schon Erfahrungen gemacht hat, wer Teilbereiche schon kennengelernt hat, sei es das DVT, der Intraoral-Scan, den 3D-Druck oder das ganze Verfahren an sich. Sie haben leider jetzt nicht die Möglichkeit, mir das direkt zu beantworten oder mir zuzurufen. Deswegen bitte ich Sie ganz herzlich, schreiben Sie fleißig in den Chat und ich werde, soweit mir das möglich ist, jede Frage nach bestem Wissen und Gewissen später beantworten. Wenn ich überlege, wie wir hier 2009 bei uns angefangen haben, dann stand für uns natürlich auch die Frage im Raum, wie fangen wir an mit diesem Workflow? Was machen wir? Wo wollen wir einsteigen? Mit welchen Gerätschaften? Und wenn ich überlege, 2005, als ich in der Uniklinik in Köln in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgischen Facharztausbildung war und wir das erste DVT hatten, dann war das ein ziemlicher Aha-Effekt, eine tatsächliche Zäsur. Man konnte nie so genau Frakturen zum Beispiel erkennen, wie das dort möglich war und auch dieses Gefühl für die Tiefe wirklich gut bekommen. Das heißt, das war für uns gar keine Frage, ob wir auf das DVT verzichten wollen, weil wir das einfach in unserer alltäglichen Arbeit auf jeden Fall brauchten. Allerdings damals, 2009, mussten wir uns entscheiden, möchten wir eins haben, das ein sehr kleines Volumen uns zeigt, von 5 x 5 cm, oder eins, das den ganzen Kopf bestrahlt. Und das war natürlich eine schwierige Entscheidung, weil wir hier im Krankenhaus natürlich auch Frakturversorgungen durchführen. Wir wussten aber natürlich auch, dass wir in der zahnärztlichen chirurgischen Praxis auch kleinere Ausschnitte brauchen und es würde keinen Sinn machen, zum Beispiel bei einer Wurzelspitzenresektion den ganzen Kopf zu bestrahlen. Das wäre natürlich relativ nicht verhältnismäßig. Und deswegen haben wir uns letzten Endes für das kleine Volumen entschieden, weil wir auch wussten, okay, das kann man stitchen, das ist möglich, man kann die Volumina aneinander fügen und ein größeres Bild erhalten. Allerdings hatte das den Nachteil, dass die Strahlenbelastung relativ hoch war und dass der Patient teilweise auch gar nichts anfangen konnte mit seiner Aufnahme, weil das Stitching nicht funktioniert hat, sobald er sich zum Beispiel bewegt hatte. Also das war
eine schwierige Sache. Strahlenbelastung zu hoch und manchmal nicht zu gebrauchen. Das war eine Sache, mit der wir nicht so gut leben konnten. Allerdings kein Vergleich zur heutigen Technik, das muss man sagen. Wir haben jetzt Geräte an der Hand, die uns tatsächlich das Leben deutlich leichter machen. Und da möchte ich Ihnen gleich mal einen kleinen Einblick zu geben. Hier sehen Sie zunächst mal vielleicht eine ganz kurze Aufnahme eines Events, das wir jährlich natürlich durch Corona unterbrochen bei uns ausrichten. Das ist eine Live-OP, die wir hier gerade zeigen, kommentiert durch meinen Kollegen im Kongressraum 1 über uns. Und das ist deshalb schön, weil man einen sehr, sehr engen Austausch hat. Man kann wirklich eine Beziehung herstellen zu den Teilnehmern. Die können alles Mögliche fragen und bekommen so ein ganz gutes Gefühl für diesen digitalen Workflow. Und auch wie er in der Praxis mit all seinen Tücken vielleicht umsetzbar ist. Von daher ist ein spannendes Thema, das den Aufwand auf jeden Fall lohnt. Und ich begleite Sie ein kleines bisschen mit und biete Ihnen an, dass Sie ein kleines bisschen sich auch von mir mitnehmen lassen. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage für unheimlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen, wieso, was sind die Vorteile der digitalen Implantologie? Da will ich ganz kurz drauf eingehen. Zum Beispiel einmal die größere Sicherheit während der Implantation. Ganz klar, das ist ein wesentlicher Punkt. Man weiß, wo das Implantat hin soll und ob da genug Knochen ist. Man kennt die Ausrichtung bereits vorher und muss sie sich nicht erst in der Operation erarbeiten. Dann die bessere Einschätzung von möglichen Schwierigkeiten. Es ist natürlich sinnvoll zu wissen, ob die Kieferhöhle mit Septen durchzogen ist, ob es andere Schwierigkeiten gibt, wie dünn, wie tief ist die Kieferhöhle oder überhaupt der angrenzende Knochen. Wo ist der Nervus alveolaris inferior, besonders in einer Beziehung in der Tiefe, wo ist er und komme ich ihm zu nahe oder kann ich an ihm vorbei? Man hat eine Zeitersparnis, auch das ist klar bei der Implantation, zugegeben bei höherem Planungsaufwand. Und das muss ich sagen, der war früher und bis vor kurzem noch nicht unerheblich. Aber auch da ist durch die Neuerungen und Erneuerungen in der Industrie sehr, sehr vieles an Gutem um die Ecke gekommen, was uns tatsächlich viel, viel helfen kann, eine Zeitersparnis zu bekommen und den Planungsaufwand deutlich zu reduzieren. Es gibt die Notwendigkeit, natürlich in der Planung sich mit der späteren prothetischen Versorgung wirklich auseinanderzusetzen. Und das ist für mich ein großer Vorteil. Viele geben da natürlich auch gerne den Ball ab. Für mich ist das im Prinzip eins der Tools, wo ich sage, das möchte ich unbedingt haben. Da möchte ich nicht drauf verzichten, weil ich einfach gerne weiß, was mich erwartet und welche Schwierigkeiten eventuell im Raum stehen. Und der letzte Punkt ist natürlich, die Wertschöpfungskette liegt in einer Hand. Das, denke ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Darüber freut sich das ein oder andere zahntechnische Labor vielleicht nicht so wahnsinnig stark. Aber es ist auch so, dass natürlich viele zahntechnische Labors diesen digitalen Faden wieder aufnehmen und diese Schnittstelle perfektioniert haben und eben auch diesen digitalen Weg mitgehen. Wo fange ich an? Das ist für viele die zentrale Frage und wie gesagt, bei uns war die relativ schnell geklärt, aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen auch aus zahnärztlicher Sicht, die sagen, der Intraoralscanner, das ist das, worauf ich nicht verzichten möchte. Das brauche ich eigentlich unbedingt, weil das kann ich tatsächlich auch in meiner prothetischen Arbeit, bei der Präparation, aber auch für die Implantologie verwenden. Der 3D-Drucker ist das sicherlich, was man am günstigsten erwerben kann. Wenn man alles andere in dritte Hände gibt, kann man zum Beispiel damit anfangen. Das DVT, ich habe es gerade erwähnt, war für uns auf jeden Fall unverzichtbar. Ist es immer noch für kleine, mittelgroße und große Operationen. Und die Planungssoftware, das ist das, wo man quasi als Dirigent dann tätig wird. Quasi die Softwarekomponente innerhalb all dieser Komponenten. Für mich ist die essentiell wichtig. Aber selbstverständlich, natürlich, mir ist schon klar, für viele Kolleginnen und Kollegen ergeben sich sehr, sehr viele Fragezeichen. Und im Prinzip ist es so, dass man wissen muss, dass man im Prinzip in jedem Punkt einsteigen kann. Wenn man zum Beispiel schaut, das DVT, das kann man zum Beispiel an Radiologen abgeben, den Patienten dorthin checken oder an kooperierende Praxen, so wie wir dann zum Beispiel Patienten bekommen, die ausschließlich das DVT bei uns gemacht bekommen und dann weiter in die überweisende Praxis gehen. Der digitale Abdruck, selbstverständlich, das kann man ans Labor schicken, beziehungsweise die Planungssoftware-Firma kann dafür verantwortlich zeichnen und diesen Part übernehmen. Und das Gleiche gilt natürlich für den Druck der Bohrschablone. Auch hier kann das Labor und die Planungssoftware assistieren, genauso wie natürlich auch bei der Planung selber, völlig klar.
Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass es drei Hauptteile gibt beim digitalen Workflow ganz generell. Wir teilen das in den diagnostischen Teil ein und bei uns ist es tatsächlich auch so, der Patient kommt zum Diagnostiktermin zu uns in die Praxis. Dort wird der DICOM-Datensatz, sprich das DVT, erstellt. Es wird der STL-Datensatz erzeugt, der vom Intraoralscanner erzeugt wird. Und wir sehen den Patienten dann vorm Befundungsmonitor im Röntgenraum, besprechen mit ihm schon mal seine Situation und der Patient hat dadurch schon mal ein viel besseres Gefühl, was ihn erwartet. Das kann schon mal Spannungen reduzieren und auch ein bisschen Angst vielleicht mindern. Nicht immer ist das der Fall, manchmal auch das Gegenteil, aber meistens ist es doch so, dass der Patient dann ein besseres Gefühl dafür bekommt, was ihn erwartet und auch, dass er in guten Händen ist insgesamt. Die Planung natürlich, ne, das ist für mich der zentrale Punkt. Im Prinzip das, was stattfindet, sobald hier der letzte Patient gegangen ist. Das ist der Teil, wo ich dann hier in meinem stillen Kämmerlein sitze und die Planung mache der implantologischen Fälle. Und nochmal, da passiert gerade sehr viel Spannendes in der Industrie, Sachen, die uns enorm helfen, wo ich vorher dann in jeden Ordner gehen musste, um mir den DICOM-Datensatz zu holen, um mir den STL-Datensatz zu holen. Alles in die Planungssoftware zu importieren, dann wieder zu exportieren, damit das im 3D-Drucker ausgedruckt werden kann. All das ist deutlich, deutlich, deutlich verschlankt worden und gibt uns mehr Zeit für vielleicht wichtigere andere Dinge. Gut, in die Therapie natürlich, das ist dann quasi das, was wir an die Hand bekommen, um in die OP zu gehen. Letzten Endes für uns die Erzeugung der Bohrschablone, in diesem Fall eine Smart-Bohrschablone, die uns ermöglicht, die geplante Situation, die virtuell geplante Situation in eine klinische Situation zu übersetzen. Und wenn man sich das nochmal im Überblick hier anschauen möchte, dann sieht man links im Bild einmal das DVT, das ist bei uns jetzt das CS9600, das ist nochmal gar nicht vergleichbar mit dem Gerät, was wir ursprünglich hatten, das den DICOM-Datensatz erzeugt. Auf der anderen Seite hier rechts im Bild der neue Turbo, das ist das Carestream 3700. Das ist ein Gerät, das ja auch wiederum nicht vergleichbar ist mit unserem Vorscanner, der nur 3 Jahre alt ist. Aber daran sieht man, wie rasant die Entwicklung mittlerweile ist und wie sehr stark die Bildqualität auch zugenommen hat und überhaupt das ganze Handling verbessert worden ist. Beides wird zusammen eingespielt in die SMOP-Software und von dort, wenn die Planung abgeschlossen ist, an den 3D-Drucker übergeben, der dann die eben besagte Bohrschablone herstellt. Das ist nochmal ein ganz kleiner Blick auf das Touchscreen des DVT und das zeigt einem ziemlich gut, wie schnell man da durchnavigieren kann und gibt einem auch, Sie sehen das hier ganz links oben im Bild, einen gewissen Überblick darüber, welche Bereiche auswählbar sind. Im Prinzip bleibt fast kein Wunsch offen. Man kann von relativ klein, wie Sie es hier im Bild sehen, gehen, um zum Beispiel apikale Osteitiden zu beurteilen oder kleine verlagerte Zähne. Man kann selbstverständlich das Volumen in die andere Kieferhälfte fahren. Man kann einzelne Kiefer auswählen mit der angrenzenden Kieferhöhle, was zum Beispiel auch bei der Frakturversorgung oder auch bei implantologischen Fällen sinnvoll ist. Man kann im Prinzip den ganzen Gesichtsschädel sich einstellen, was für mittelgroße oder ja schon große Implantationen auch deutlich von Vorteil ist und ein Volumen, das wir sehr häufig verwenden. Und das letzte Volumen letzten Endes ist ein sehr, sehr großes Volumen, das im Prinzip mein Kollege besonders häufig bedient, der bei uns die Orthognathenchirurgien durchführt und ihm ein Gefühl davon gibt, wie groß die Verlagerungsstrecke ist, die er zu überwinden hat. Ganz kurz möchte ich Ihnen mal einspielen, wie so ein DVT-Volumen ausgesehen hat 2009. Das ist jetzt hier mal links unten bewege ich das, ja, der rechte Teil oder ein kleiner Teil meines Unterkiefers auf der rechten Seite. Und Sie sehen, wie begrenzt das letzten Endes ist, obwohl man schon auch sehr schön die knöchernen Strukturen aller erkennen kann, ist doch letzten Endes das Volumen begrenzt. Und wie gesagt, gestitcht konnte man das ein bisschen vergrößern mit den besprochenen Unwegsamkeiten. Jetzt mal gegenübergestellt ein Volumen von meinem Kollegen. Das ist von 2018. Seit dieser Zeit haben wir das Gerät. Und das zeigt natürlich schon viel, viel mehr Strukturen. Das kann man förmlich sehen. Auch die Qualität hat deutlich zugenommen. Und wenn man hier mal ins Bild reingeht,
Da sieht man, wie stark die Qualität sich verbessert hat, im Prinzip auf jeder Ebene, sprich wörtlich. Man kann eine bessere simulierte 3D-Ansicht hier unten sehen und auch in den Schnittebenen hat man sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und hier links auf der Seite mit den ganzen Tools, die man zur Verfügung hat, haben wir auch viel, viel mehr Möglichkeiten und Variabilitäten. Als letztes möchte ich hier, was diese Bildgebungsverfahren betrifft, nochmal ganz kurz aufmerksam machen auf eine Folie, die im Prinzip einen Blick gibt in die Carestream-Software. Die Carestream-Software war früher nur ein kleiner Teil dessen, was ich benutzt habe, um meine Daten von allen Seiten zusammenzuklauben. Mittlerweile ist es so, dass es ein Nebeneinander in dieser Software gibt von allen relevanten Daten. Das heißt, dort finde ich mein digitales Volumentomogramm. Aber eben auch die STL-Daten werden dort abgelegt. Sobald also der Scan abgeschlossen ist, erscheint er automatisch in dieser Software. Und relativ einfach ist es beides miteinander kombinierbar. Das heißt, das Matching, das ist das, was mir sehr, sehr viel Zeit weggenommen hat vorher. Das wird fast automatisch übernommen, je nachdem, wie viel Volumen man hat. Da kann man den Bezug sehr schnell herstellen. Und nicht nur das, eine ganz tolle Neuerung für mich ist auch, weil ich eben Benutzer dieser Software bin, ist links unten gibt es diesen Smob-Button. Das heißt, das, was dann gematcht wurde, wird automatisch in die Smob-Software übertragen. Das heißt, dieser ganze Prozess, das entfällt für mich. Und das meinte ich damit, dass die Sachen einfach leichter werden für uns. Ich kann mich jetzt auf das konzentrieren, was für mich elementar ist, nämlich die Platzierung der Implantate, und das so auch viel, viel schneller wegschicken. Wenn man dann nochmal guckt, was zum Beispiel jetzt neue Geräte können, wie eben dieses besagte Modell, dann sieht man hier vorher mal eine Simulation oder eine 3D-Komposition des erstellten Bildes mit sehr vielen metallischen Artefakten. Man sieht da erhebliche Überstrahlung und bei so einem Bild ist dann auch das Matching sehr, sehr schwer. Man muss schon ein paar Kunstgriffe machen, die Weichteilseite gut darstellen und andere Dinge, damit das Matching am Ende klappt. Hier gibt es mittlerweile durch eine KI die Möglichkeit, diese Artefakte deutlich zu reduzieren, sodass das Matching für uns ebenfalls auch nochmal deutlich vereinfacht wird. Und hier nochmal die andere Seite, ein ganz kurzer Blick nochmal auf den Scanner im Einsatz. Wir haben das gemessen. Dr. Lee hat 3 Minuten gebraucht in etwa für einen Kiefer. Ich glaube nicht, dass man das annähernd nur hinbekommt mit Alginatabformung. Ganz abgesehen vom ganzen Dreck, den das immer gemacht hat, bin ich einfach froh, dass wir diesen Datensatz in all seiner Exaktheit, die man dort sieht, speichern kann und nicht mehrere Schränke anbauen muss, um die ganzen Situ-Modelle sicher unterbringen zu können. Letztlich brauchen wir natürlich für die Implantologie auch noch Werkzeuge, die uns dabei gut helfen können. Das ist bei uns bei der navigierten Implantologie, bei der schablonengeführten Implantologie, aber auch sonst sehr häufig NEOS aufgrund seiner Einfachheit, aber auch Versatilität, das muss man sagen. Die Bohrer sind von oben nach unten durchgruppiert, das sehen Sie auf der rechten Seite. Da gibt es nicht mehrere in sich verzweigte Reihen, das ist mir sehr sympathisch. Man hat, das sehen Sie vielleicht hier im Bild, auch nochmal einen Bereich, wo die Gewindeschneider sind, wo der Kristallbohrer zu finden ist. Es gibt eine Ratsche, ein paar Parallelisierungspfosten und das reicht für eigentlich alle Indikationen. Man braucht selbstverständlich noch ein Set, das einem bei der Guided Surgery hilft. Und da kommt uns entgegen, dass das Ursprungsset so einfach gehalten ist. Es ist im Prinzip komplementär zum vorhandenen Set und auch relativ einfach aufgebaut. Sie sehen hier einmal die Bohrer-Führungsschlüssel, so waagerecht aufgereiht. Dann hat man hier die farblich markierten Bohrer-Stops, die garantieren, dass der Bohrer nicht zu tief eingebracht werden kann. Und man hat die Einbringpfosten, die später dann bei der tatsächlichen navigierten Einbringung des Implantates dann auch nochmal sinnvoll sind. Im Übrigen ist es so, dass wir im Film ankündigen, dass wir beide Implantate, die wir dort setzen werden, fully guided einbringen werden. Ich habe mich da in der Operation beim zweiten Implantat umentschieden, einfach der besseren Vergleichbarkeit halber. Und ich denke,
Das macht auch deutlich Sinn und Sie werden merken, wie sinnvoll das ist. Nur als kleine Zusatzinformation, übrigens, dieser Film kann im Anschluss an das Web-Tutorial nochmal per Link angeschaut werden. Die Gesamtlänge betrifft 42 Minuten, wenn das für Sie interessant ist. Nochmal einen ganz kleinen Blick auf das, was wir nach der Implantation einbringen werden. Das ist ein anatomisches Healing Abutment. Das hat für uns den Vorteil natürlich, dass das Emergenzprofil schon mal vorab ein bisschen ausgeformt werden kann. Das gibt es in 5 verschiedenen Größen, sodass eigentlich jede Form ganz gut schon mal getroffen ist. Und im Prinzip ist es so, dass wir ein halb individuelles System schon mal haben, das eine schöne Vorformung schon mal der Schleimhaut bewirken kann. Und im Anschluss wird dann Dr. Lee auch in dieser Operation, die wir Ihnen zeigen werden, ein Scanpack dann in das gesetzte anatomische Healing Abutment einsetzen. Man kann dann direkt nach der Operation mit einem Scanner die ganze Situation erfassen. Man kann das bei Nahtentfernung machen, man kann es ein bisschen später machen. Der Vorteil ist einfach, dass man die Wunde nicht nochmal anfassen muss. Die Wundheilung kann uneingeschränkt einfach vor sich hinlaufen. Und die Wunde wird unangetastet bleiben und das ist für mich der große Vorteil, neben natürlich der Zeitersparnis und vielleicht dem Punkt, dass die Freilegung dem Patienten ebenfalls erspart werden kann. Ich möchte, bevor wir den Film dann zeigen, ganz kurz nochmal eine Einführung in der Planungssoftware Ihnen zeigen und den Fall demonstrieren und Ihnen dabei vielleicht auch nochmal kurz zeigen, auf was es in der Operation ankommt. Und dafür lasse ich mal jetzt dieses kleine Kurzvideo laufen. So, wir sehen dann hier in der Planungssoftware mal den gleich folgenden OP-Fall als SDL-Datensatz in lila gekennzeichnet. Und wir sehen hier in Regio 1.4 und in Regio 2.4 in der Okklusalansicht leichte Einziehung, die sich dadurch ergeben, dass der Bündelknochen oder der sogenannte Bundle Bone sich schon ein kleines bisschen abgebaut hat. Es handelt sich um einen 72-jährigen Patienten mit Wunsch nach Einzelzahnimplantatversorgung. Und wenn wir uns jetzt mal den ebenfalls durch den Intraoralscan erzeugten Unterkieferdatensatz mit dazu holen, dann kann man ganz gut erkennen, dass es sich hier um einen ganz guten Fall handelt, in dem man mal den digitalen Workflow wirklich sich gut erarbeiten kann. Und man sieht hier zum Beispiel, dass diese Schaltlückensituation so gut darstellbar ist, dass man sich eben auch zum Beispiel mal hier in der Planungssoftware einen virtuellen Zahn einstellen kann, der uns dann auch nochmal zusätzliche Informationen darüber gibt, wie letzten Endes die Prothetik aussehen soll und ob durch unsere Implantation das Ergebnis auch erreicht werden kann. Jetzt kann man sich zum Beispiel zusätzlich noch einmal hier einblenden, das Implantat, das ich vorher schon gesetzt habe. Das wird dann quasi hier in dieser Simulation noch mit eingesetzt werden. Und wenn man am Ende zufrieden ist mit seiner Planung, kann man zum Beispiel sein Ergebnis wegschicken und es wird einem dann von der Firma Sysmeda oder man kann das auch selbst tun, wenn man besonders ambitioniert ist, die entsprechende Bohrschablone dazu simuliert, die man sich dann im eigenen 3D-Drucker ausdrucken kann, aber selbstverständlich kann man das auch delegieren, sodass diese Bohrschablone andererorts ausgedruckt werden kann. Wenn man jetzt mal in die Übersicht dieser Planungssoftware geht, dann sieht man die unterschiedlichen Schnittbilder hier nochmal. Und alle Elemente, die wir uns jetzt gerade schon in der Übersicht angesehen haben, sind hier auch nochmal einzeln aufgeführt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel einmal die Regio A14 anschauen, dann sehen wir einmal quasi in der Draufsicht das Implantat mit seiner Neigung. Das Implantat habe ich vorher platziert, so dass es mehr oder weniger optimal in sich in diese Schaltlücke einfügt. Und man kann ganz gut erkennen, jetzt zum Beispiel auch in dieser axialen Ansicht, dass wenn man durch das Bild fährt, die Implantate beide, also Regio 1.4 und auch Regio 2.4, zirkulär gut in Knochen eingesetzt sind, beziehungsweise ganz besonders wichtig, hier vestibulär genug Knochen vorhanden sein wird. Und wenn man sich das jetzt mal hier in dieser mehr oder weniger sagittalen Ansicht anschauen möchte, dann sieht man das nochmal. Man kann hier ganz gut diesen vestibulären
Knochen erahnen. Und eine Sache ist auch immer noch mal sehr, sehr interessant, wenn man sich zum Beispiel mal hier in Weiß oder in Gelb, wenn man drüber fährt, diesen virtuellen Zahn anschaut. Dafür nehme ich gerade mal die Bohrschablone weg. Dann kann man ganz gut dieses Emergenzprofil sehen. Hier in lila wieder der SDL-Datensatz, der sich über das native Röntgenbild hier drüber legt und quasi das Matching vervollständigt. Und dann sieht man quasi von der Implantatschulter bis zum kristallen Knochen eben dieses Emergenzprofil und kann dadurch schon mal sehr, sehr schön abschätzen, inwieweit das Ergebnis später auch prothetisch umsetzbar sein wird. So ist es. Und wenn wir dann nochmal genau uns die Implantate ein bisschen besser ins Bild holen, dann sieht man, dass man die Größe sehr schön hier auswählen kann. Das sehen Sie dann mit dem roten Pfeil gekennzeichnet. Und da kann man dann auswählen, welchen Durchmesser soll das Implantat haben, welche Länge soll es haben. Und da legt man im Prinzip dann die Situation fest und sagt, okay, das ist das Implantat, das ich haben möchte. Und ich kann tatsächlich sagen, dass man meistens auch dann bei dieser Position oder dieser Größe landen wird. Simultan eigentlich hier auf der rechten Seite, Regio 2,4 auch. Da haben wir eigentlich die gleiche Qualität und Quantität an Knochen und auch die Länge und der Durchmesser des Implantates, das wir geplant haben, ist die gleiche, so dass wir das quasi weitergegeben haben an die Bohrschablone oder den Druck. Und so haben wir dann auch später unsere Bohrschablone entworfen. Und an dieser Stelle bitte ich die Regie mal, den Film zu starten und wir gehen mal in die Live-OP. Sieht eigentlich schon klinisch, dass das Knochenangebot ausreichen wird. Ich vermute zwar, das sieht man hier schon durch diese kleine Einziehung, den Weggang des sogenannten Bandelknochens, aber das konnte man im DVT bereits erkennen, sollte überhaupt kein Problem sein, sodass wir hier sicherlich ein ausreichend gut dimensioniertes Implantat werden setzen können. Wir zeigen Ihnen also jetzt die Fully-Guided Version dieser Operation. Das heißt, wir werden beide Implantate fully guided setzen. Normalerweise könnte man natürlich bei der navigierten Implantation einfach quasi durch die Schleimhaut hindurch implantieren. Das machen wir in diesem Fall nicht, weil wir nämlich direkt dieses Healing Abutment setzen wollen und daher brauchen wir ein bisschen mehr Übersicht, weil das Healing Abutment auch ein bisschen voluminöser ist, ein bisschen mehr aufträgt als zum Beispiel ein konfektionierter Schleimhautformer oder auch wenn man einfach die Verdeckkappe drauf machen würde, auch dann bräuchte man natürlich nicht so weit aufzuklappen. Wir machen das aber in diesem Fall schon, damit wir nachher genug Spielraum haben für das Healing Abutment. Schleimhaut ist schön keratinisiert, das sieht man hier ganz gut. Und ich muss sie schon so ein kleines bisschen am kristallen Knochen vorbeischieben, sodass ich dann später auch wirklich genug Platz habe dann für dieses Sealing Abutment. Palatinal ist die Schleimhaut bekanntermaßen etwas breiter und störrischer, aber auch hier mobilisieren wir die Schleimhaut so ein kleines bisschen. Und haben hier aber dann schon eine ganz gute Übersicht über den vorhandenen Knochen und sehen, dass der Knochen eine schöne transversale Qualität hat. Das ist eine sogenannte Smob-Bohrschablone, die wir uns im eigenen 3D-Drucker ausdrucken. Der Sitz der Bohrschablone ist sehr schön. Es wackelt nichts, der ganze Patient wackelt mit. So wollen wir das im Prinzip haben. Man sieht die eingebrachten Sleeves, die nach dem Drucken in die Bohrschablone eingesetzt werden. Und das sind hier die Einbringhilfen für die späteren Bohrer. Und man sieht im Prinzip, dass man relativ wenig Spielraum hat, das Implantat anders zu setzen. Man müsste schon sehr viel Kraft aufwenden, um das in seiner Achse zu verändern. Wird ein bisschen laut und rumpelt ein bisschen, wird aber keinesfalls wehtun. Knochenqualität ist sehr schön.
Und jetzt kann mal eine Überprüfung stattfinden. Es gibt solche Tiefenmesslehren, die wir hierfür benutzen. Kann man bitte saugen mal. Ne? Mhm. Und diese Tiefenmesslehre zeigt uns nicht nur genau, dass wir diese 11 mm auch erreicht haben. Müssen wir gerade nochmal drüber saugen. Da ist die eine 1 noch zu sehen von den 11 mm. Also das ist genau quasi die Tiefe, die wir uns vorher erhofft haben. Man sieht außerdem, dass das Implantat schön platziert ist und in allen drei Achsen des Raumes genauso steht, wie wir das gerne hätten. Mhm. Und benutzen und wir gehen quasi im Protokoll in der nächsten Größe weiter. In dem Fall ist das hier 3,0. Und bringen die Haltevorrichtung in das Sleeve ein. Die 11 mm oder der 11 mm Adapter ist eingespannt. Und es wird wieder laut, nicht erschrecken. Wir sehen, obwohl der Bandelknochen hier sicherlich zurückgegangen ist, das sieht man hier im vestibulären Bereich durch diese ganz kleine knöcherne Einziehung, sieht man, dass wir genug Knochen haben werden, sodass das Implantat schön ausreichend in vestibulärer und oraler Richtung gefasst sein wird. Wir waren jetzt bei 3,0. Der nächste Schritt wird 4,5 planen wir, Marina. Ne? Dann ist der nächste Schritt 3,6. Bis zum Ende. Ja. So, dann kontrollieren wir nochmal. Jawohl, wir sind bei 3,9. Die Richtung stimmt genau nach wie vor. Das heißt, die Bohrschablone hat uns eine gute Führung gegeben. Genau die Richtung, die wir im DVT und in der Planungssoftware geplant haben, haben wir jetzt 1:1 übertragen. Wir benutzen für die Implantation ein Neo-Straight-Implantat mit den Ausmaßen 4,5 in der Breite und 11 mm in der Länge, so wie eben gerade aufbereitet und auch vor allem wie vorher in der Planungssoftware schon festgelegt. Also es gibt jetzt keine Überraschung, was anatomische Strukturen betrifft, was die Achse des Implantates betrifft. Das heißt, wir übersetzen jetzt quasi mit der Implantation einfach das Ergebnis, das wir vorher am Rechner schon geplant haben. Dafür nehmen wir uns das Implantat auf und bringen es über das Sleeve in die Bohrschablone ein. Und diese Bohrvorrichtung hat einen Stopp und über diesen Stopp wird im Prinzip das Ende der Bohrung markiert. Das heißt, man kann im Prinzip nicht weiter bohren, als dieser Stopp es einem vorgibt. Und das ist besonders dann natürlich sehr hilfreich, wenn man anatomische Strukturen hat, die in der Nähe sind und gefährdet sind. Interessant wird jetzt sein, jawohl, jetzt macht er Stopp. Das heißt, wir müssen entweder ein bisschen die Drehzahl erhöhen, nicht die Drehzahl erhöhen, das Nutmoment erhöhen oder doch weiter aufbereiten. Ja, im Prinzip kann man gucken, ob man auch mit der Ratsche, das ist ja auch noch ein Element, das man sehr gut benutzen kann, das Implantat noch ein kleines bisschen weiter versenkt. Das werden wir mal tun. Den Aufsatz gerade noch. Aber man sieht, dass es vielleicht noch 1 mm zu weit raussteht, für meinen Geschmack. Aber man sieht auch, dass ein bisschen Drehmoment vonnöten wäre, um das noch weiter zu drehen. Das Ganze ist natürlich begrenzt, wenn ich jetzt sehen würde, dass zu viel Kraft notwendig wäre, müsste ich nochmal zurückgehen und den Bohrkanal ein bisschen weiter aufbereiten. Das ist aber eigentlich nicht notwendig. Ich sehe hier diese Lasermarkierung am Einbringpfosten und diese schwarze Markierung sollte nach Möglichkeit nach vestibulär zeigen.
weil das bedeutet, dass eine entsprechende Nut im Implantat dann ebenfalls nach außen zeigt. Und das wiederum ist wichtig für die spätere prothetische Versorgung oder auch in unserem Fall, wenn wir dieses ästhetische Healing Abutment einbringen wollen. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, vielleicht noch, na, eigentlich nicht. Wir lassen es mal so, verbessern die Planung nicht als anders als notwendig. Also Sie sehen, das Implantat ist jetzt epikristall eigentlich dort, wo es auch landen sollte, so dass wir jetzt dieses Healing Abutment einbringen werden, von dem ich gesprochen habe. Danke, ja, genau. Bevor wir das Implantat aber einbringen, beziehungsweise das Implantat versorgen, werden wir jetzt, wie besprochen, den ISQ nochmal messen. Das heißt, wir messen jetzt nochmal genau, wie fest ist die Verbindung des Implantates zum umliegenden Knochen. Und man hat schon bei der Einbringung gemerkt, dass da relativ viel Widerstand ist. Das heißt, der Knochen hat eine sehr feste Qualität. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir da genau das jetzt auch feststellen werden, dass das so ist. Wir messen das einmal von vestibulär und einmal von mesial, brauchen dafür aber nochmal einen bestimmten Einbringpfosten, der in das Implantat passt. Wir bringen den Messpfosten ein. Es reicht, das handfest zu machen. Und diesen Pfosten beschicken wir jetzt hier mit diesem Instrument. Erst einmal von vestibulär. Und wir sehen, wenn man das erkennen kann, einen Wert von 76. Macht das noch einmal. 73, das ist aber im statistischen Rauschen. Das heißt, es ist auf jeden Fall über 70 und damit im Prinzip auch ein Implantat, das man sofort hätte versorgen können. Wir messen einmal nochmal von mesial und ebenfalls einen Wert von 76. Schön. Okay, also das hier ist das sogenannte Healing Abutment. Und man sieht an dem Healing Abutment eine kleine Einziehung und diese Einziehung sollte korrespondieren mit einer Lasermarkierung, die wir vorher gesehen haben, beziehungsweise mit einer Nut, die nach vestibulär zeigt. Denn dann weiß man, dass dieses Healing Abutment ausreichend oder in gewünschter Position liegt. So, man sieht jetzt, dass die Markierung nach außen zeigt. Und das bedeutet, dass diese kleine Nut ebenfalls nach außen zeigt. Und wir können jetzt die Verbindung herstellen von diesem Healing Abutment zum Implantat. Und wir sehen jetzt, warum wir es so ein kleines bisschen mehr aufgeklappt haben, als man eigentlich vielleicht benötigt hätte jetzt für die schablonengeführte Implantation, weil nämlich, wie gesagt, dieses Healing Abutment ein bisschen breiter aufträgt, was den Vorteil hat, dass das Emergenzprofil sehr schön ausgeformt werden wird und deswegen bietet sich an, in solchen Fällen die Schleimhaut ein klein wenig mehr aufzuklappen. Wir adaptieren diese Schleimhaut jetzt. Und die Naht wird in 10 Tagen entfernt werden. Was man jetzt schon sehr schön sieht, ist im Prinzip, wie schön durch das Healing Abutment auch dieser vestibuläre Bereich ausgefüllt wird. Was vorher als Verlust des Bandelknochens als Einziehung zu sehen war, ist im Prinzip jetzt maskiert durch das Plus an Volumen, das wir dadurch gewonnen haben, dass das Healing Abutment jetzt hier die Gingiva ein bisschen nach außen schiebt. Und man sieht, wie schön die Schleimhaut sich ohne weitere Maßnahmen an unseren Gingiva-Former anlegt.
Und die Nut, die Sie hier sehen, im Übrigen ist dann auch quasi die Ansatzstelle für den späteren Scanpack, über den Dr. Lee dann den abschließenden Scan vornehmen wird. Und die Scandaten, die dadurch erzeugt werden, können dann ans Labor geschickt werden, sodass dann schon die direkte finale Krone und das direkte finale Abutment hergestellt werden kann. Wir sehen überall schön eng anliegend die keratinisierte Gingiva. Hier sogar noch sehr schön ein bisschen abgeblasst durch die Kompression, die jetzt von innen auf die Schleimhaut einwirkt. Aber so wird das sicherlich stabil einheilen. Ja, soweit zu Teil 1. Natürlich haben Sie gesehen, dass das geschnitten ist, ein geschnittener Film letzten Endes. Aber wichtig ist auch, dass wir gar nicht so viel geschnitten haben. Und das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, dass man eine Zeitersparnis hat. Das heißt, die Schablone hilft einem einfach, schneller zu sein. Trotzdem kann ich gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, trotzdem mitzudenken, trotzdem zu überprüfen. Ein Fehler, den ich bestimmt am Anfang gemacht habe, war, der Schablone zu blind zu vertrauen. Es gibt Summationsfehler, die sich einschleichen können durch Übertragung und Überlagerung verschiedener Datensätze. Das heißt, man darf natürlich nie aufhören mitzudenken. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass ich die Bohrung vornehme, die Pilotbohrung, und mir denke, nee, also entweder habe ich das nicht gut geplant oder irgendeine andere Geschichte ist passiert bei der Übertragung. Die verwende ich nicht oder verändere die. Also das heißt, nie ganz blind vertrauen. Es ist zwar oft so, dass man tatsächlich sich ganz gut darauf verlassen kann, aber eben nicht immer. Und deswegen ist es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass man immer nochmal kontrollieren muss und double checken muss, ob das Ergebnis, was man da erzielt hat über seine Schablone, auch das ist, was man sich am Ende vorgestellt hat. Ohne allzu viel Zeit zu verlieren, möchte ich jetzt weiterleiten zum Teil 2, bei dem es um die, wie Sie schon vorher gesehen haben, etwa ähnliche Situation in Regio 2.4 geht, ohne dass wir das Implantat dann fully guided einbringen. Und diesen Film haben wir noch ein kleines bisschen mehr eingekürzt, damit es nicht zu langatmig wird für Sie. Aber ich denke, als Erinnerung und nochmal, um wirklich zu gucken, wie funktioniert das so ganz genau, ist es nochmal ganz sinnvoll und hilfreich, das sich anzuschauen. Ich bitte also die Regie, auch den zweiten Teil mal einzuspielen. So, dann gehen wir jetzt in Regio 1.4. Im Prinzip fast die identische Situation. Wir sehen hier, wenn man von oben schaut, auch wieder so eine kleine Einziehung im vestibulären Bereich, dadurch, dass mit Sicherheit hier auch der Bandelknochen verloren gegangen ist. Wir gehen also analog vor, im Prinzip genauso wie in Regio 2.4. Und unsere Inzision wird genau so sein, wie eben gerade, so dass wir ein kleines bisschen mehr aufklappen können für das spätere Healing Abutment. Okay, auch hier zeigt sich eigentlich der sehr schöne Knochen. Man sieht noch so ein kleines bisschen, wo die Wurzel mal gewesen ist. Ansonsten haben wir hier sehr, sehr stabile Knochenverhältnisse. Ich gehe davon aus, dass die Aufbereitung ähnlich sein wird wie in Regio 2.4. Ich gehe davon aus, dass das relativ fester Knochen sein wird. Die Bohrschablone liegt überall gut an. Wir nehmen unsere Bohrerführung. Wir haben die Verlängerung Römisch 3 bereits eingebracht. Römisch 3 bedeutet in diesem Fall, dass wir 11 mm in der Tiefe erreichen werden. Meistens stabilisieren wir die Bohrschablone an zwei Stellen, ich auf meiner Seite und meine Assistentin auf der anderen Seite. Und ohne zu viel Druck nach außen zu geben, sondern eher in der Nähe des Bohrlochs zu bleiben, nehmen wir die erste Bohrung vor. Kommt also gleich wieder ein bisschen Wasser mit. Und das wird ein bisschen laut. Man darf nie aufhören, auch mitzudenken und zu schauen, ist das, was ich da gebohrt habe, auch das, was ich später haben möchte. Deswegen ist es auf jeden Fall nach der ersten Bohrung sehr, sehr sinnvoll, nochmal diese Tiefenlehre einzubringen. Ja, die uns dann zeigt, dass die Tiefe auch hier erreicht werden kann, nämlich 11 mm. Okay, so, dann kommen wir quasi zum letzten Punkt im Bohrprotokoll. 3,9. Ja.
Wir haben den Bohrer mit dem Durchmesser 3,9 und die entsprechende Bohrhalterung dafür auch 3,9 und 3,9. Das wird quasi unsere letzte Bohrung sein. Bohrhalterung wird eingesetzt. Jawohl. Okay, die Bohrschablone ziehen wir ab. Gewinde? Ne, ich mache nochmal den Bohr. Mhm. Gewinde? Ein bisschen Gewinde machen wir auch, mhm. Genau. Und wir überprüfen gerade nochmal ein letztes Mal. Unsere Lage, ja, und werden genau die Position erreicht. Ah, ich denke, wir brauchen gleich gar kein Gewinde. Das ist eigentlich, hat eigentlich Spiel. Ja. Also, es ist immer so ein bisschen der Tanz mit der Dichte des Knochens letzten Endes. Muss man immer entscheiden, wie weit bereite ich auf. Bleibe ich unterdimensioniert oder gehe ich bis zur letzten Bohrergröße? Implantat? Kriegen wir Implantat? Ja, genau. Und wir, weil wir jetzt bis zum Ende aufbereitet haben, werde ich mal kein Gewinde schneiden. Und ausnutzen, dass das Implantat im Prinzip selbstschneidende Eigenschaften hat. Genau, und das machen wir einmal nicht fully guided, sondern machen das so, wie man es auch machen kann, nämlich unter direkter Sicht. Wir laden uns das Implantat auf, ändern die Einbringgeschwindigkeit auf 15 Umdrehung pro Minute. Man sollte auf jeden Fall unter 20 bleiben. Mhm. Den Kopf vergießen gerade noch mal so ein bisschen zu mir. Jawohl. Genau. Und wir drehen langsam das Implantat in den vorbereiteten Knochen ein. Und ich sehe eigentlich jetzt schon oder spüre jetzt schon, dass da einiges an Widerstand ist. Also möglicherweise werden wir doch noch ein Gewinde schneiden. Wir schauen mal. Aber ich sehe jetzt schon, dass ich in Konflikt komme hier mit dem Nachbarzahn. Ich gebe Ihnen längere. Okay. So, dass wir hier nochmal ansetzen. Jawohl. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir kein Gewinde geschnitten haben, denn man sieht sehr schön eigentlich, ich gehe vielleicht nochmal ein kleines bisschen weiter, genau, dass wir wie geplant epikristall gelandet sind. Wenn man sich die Einbringhilfe in das Implantat setzt, kann man ganz gut erkennen, dass die Lasermarkierung nach außen zeigt. Das wird uns wieder, das signalisiert uns, dass die Nut im Implantat eben auch nach außen zeigt. Und das wiederum ist für die prothetische Versorgung wichtig. Und auch jetzt gleich, wenn wir unser Healing Abutment einbringen. Also Sie sehen zwei verschiedene Einbringprotokolle. Auf der linken Seite sind wir quasi vom Bohrprotokoll auf der weichen Seite geblieben, haben dafür ein Gewinde geschnitten. Auf der rechten Seite, bei gleicher Knochenqualität, haben wir das Bohrprotokoll bis zu Ende durchgeführt und kein Gewinde geschnitten und ausgenutzt, dass das Implantatsystem selbstschneidende Eigenschaften hat. Und so im Prinzip ohne sehr viel Druck und mit den 45 Newtonmeter, die hier, Zentimeter, die hier angelegt sind, das Implantat eingebracht. Unser Messposten wird hier in das Implantat eingedreht, wieder handfest. So. Und unser Penguin wird von außen vestibulär draufgehalten und wir bekommen hier einen Wert von 70, ein kleines bisschen weniger, vielleicht weil wir bis zum Ende aufbereitet haben. Und wenn wir von mesial messen, das gleiche Bild, auch wieder 70, das heißt auf jeden Fall so, dass man das Healing Abutment in jedem Fall verwenden kann. Okay, die letzte Naht schließt unseren Eingriff ab. Okay, also wir sehen im Prinzip jetzt das definitive Bild der beiden eingebrachten Healing Abutments und wir sehen jetzt schon mal,
was für einen Vorteil es bringen kann, die schon direkt zu setzen, weil es einfach ein relativ schön ausgeformtes anatomisches Emergenzprofil gibt und nicht so einen ganz, ganz kleinen, fimschigen Durchsatzpunkt, wie man es manchmal hat, weil dadurch dann später im Nachgang natürlich zum Beispiel durch individuelle Buttons und so weiter erstmal dieses entsprechende Ausgangsprofil oder Emergenzprofil geschaffen werden müsste. Das haben wir hier schon fast bereits, so dass man im Prinzip nach etwa 3 Monaten Einheilzeit diese anatomischen Gingiva-Forma nur noch aus und die definitive Arbeit, sprich das Abutment und die spätere Krone, eindrehen müsste. Jawohl. Sie haben es geschafft. Ja. Das war's. Hat gut funktioniert. Hallo. Alles gut bei Ihnen? Ja. Gut, okay. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den ein oder anderen Gedankenanstoß liefern und bei der Entscheidung helfen, ob oder inwieweit Sie sich mit dem Thema der digitalen Implantologie auseinandersetzen möchten. Ich möchte noch mal ganz kurz und abschließend als Fazit auf dieses ganze Thema blicken. Was sind die Pros und Cons vielleicht? Natürlich, man hat den anfänglich höheren Planungs- und Implementierungsaufwand. Das ist vielleicht sicherlich auch klar geworden. Man hat deswegen auch zunächst die hohen apparativen und operativen Kosten, wobei ich wirklich betonen muss, dass die stetig sinken. Es ist im Prinzip wie bei allen technischen Neuerungen, die Qualität wird besser, die Preise sinken zum Glück. Man hat, und das ist für mich einer der ausschlaggebenden Punkte, eine erhöhte implantologische und prothetische Sicherheit, wenn man denn sich mit dem Fall auch wirklich intensiv beschäftigen möchte. Es ist sehr, sehr gut in den Praxisalltag integrierbar. Es ist nichts, was wir mal machen, wenn der Fall ganz besonders ist, sondern es ist einfach in diesen Workflow integriert. Das heißt, das vermeintlich einfache Implantat wird bei uns genau durch denselben Workflow laufen wie die komplexeren Fälle. Ein Großteil des Workflows ist an geschulte, lernbereite Mitarbeiter delegierbar. Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich selbst auch für die Planung einen großen Teil geliefert habe. Diesen Teil kann man jetzt auch zum großen Teil an Mitarbeiter abgeben. Das heißt, man macht tatsächlich, so wie ich das vorhin gesagt habe, eigentlich nur noch das, was wirklich wesentlich ist, nämlich zu schauen, wo und wie will ich die Implantate tatsächlich setzen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und Freude an dem Film und dem kleinen Vortrag hier innerhalb dieses Web-Tutorials und möchte nochmal hinweisen auf die Chat-Fragen, die Sie hoffentlich gestellt haben. Und wenn ich hier lese, ist eine Frage, wie lange braucht man oder haben Sie gebraucht, um alle technischen Komponenten des digitalen Workflows zu implementieren? Das ist sicherlich eine Frage, die sich organisch bei uns ergeben hat. Ich hatte Ihnen erzählt, dass das DVT bei uns den Anfang gemacht hat. Ich würde mal sagen, nach einer Fortbildung, die mein Kollege in den USA gemacht hat, ungefähr 2012 kam der Intraoral-Scanner dazu und als logische Konsequenz kurz danach eigentlich bereits der 3D-Drucker. Und als wir dann alles hatten, war natürlich auch klar, dass man das alles softwaretechnisch einbinden muss. Das heißt, auch das haben wir uns dann relativ schnell noch zugelegt, sodass der ganze Aufwand, ich würde mal sagen, für uns insgesamt sicher 7 Jahre gedauert hat, bis alles soweit war. Zweite Frage ist, wie hoch ist der Kostenaufwand? Das ist, das hatte ich gerade angedeutet, sehr relativ.
Natürlich, das DVT, würde ich sagen, ist der größte Batzen für uns, war aber keine Frage, ob wir darauf verzichten können. Das ist sicherlich in vielen zahnärztlichen Praxen noch eine viel größere Frage. Von daher war der größte Schritt schon gemacht und wir hatten es quasi schon mit eingeplant. Bei Niederlassung war uns klar, wir werden das brauchen. Aber insgesamt würde ich sagen, ja, liegt man schon bei 150 bis 170.000 Euro. Aber nochmal, das ist tatsächlich so, dass die Kosten dafür sicherlich auch weiter sinken werden. Und man kann natürlich auch den einen oder anderen Teil ganz wegdelegieren. Eine dritte Frage ist hier gerade zu lesen. Gibt es Indikationen, für die der digitale Workflow nicht geeignet ist? Ich würde ganz grob formulieren, eigentlich nicht. Natürlich, der Scanner hat auch immer noch Limitationen, wie zum Beispiel, dass man keine funktionellen Abformungen machen kann. Oder aber, wenn zum Beispiel die Schaltlücke sehr, sehr groß ist, weil sich dann der Scanner ein bisschen verliert. Das heißt, da wird man wahrscheinlich auch noch halb analog arbeiten, zum Beispiel dadurch, dass man Prothesen dubliert, mit denen man dann wiederum das DVT macht. Aber ich würde sagen, zumindest 80% ist der Workflow auf fast jeden Patienten anwendbar. Die letzte Frage: Auf welches technische Hilfsmittel lässt sich am ehesten verzichten? Auch das ist eigentlich eine schwierige Frage. Letzten Endes, das hatte ich gesagt, sind alle Schritte delegierbar an Drittanbieter. Ich denke aber tatsächlich, dass wahrscheinlich der Intraoralscanner das ist, was für die meisten Praxen jetzt oder vielleicht auch in Zukunft das Gerät ist, auf das man am wenigsten verzichten kann, weil einfach die Richtung vorgibt, dass es dahin gehen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Und es macht durchaus Sinn, sich so früh wie möglich mit diesem Thema vertraut zu machen, bei allen Vorteilen, die der Scanner bietet. Die fünfte Frage: Gibt es Anwendungen, die bei Ihnen noch analog laufen? Ja, das ist im Prinzip tatsächlich so, allerdings eher so auf zahnärztlicher Seite. Wir als Chirurgen verzichten eigentlich kaum noch darauf. Allerdings aus zahnärztlicher Sicht und unsere Zahnärztinnen machen natürlich noch funktionelle Abformungen, ganz konventionell mit Alginat und Impregnum. Das hat sich nicht verändert. Aber tatsächlich, wenn es um den digitalen Workflow geht, dann kann man ganz schwer natürlich auf irgendeine dieser einzelnen Teilaspekte verzichten. Bohrschablone während der Implantation verändern. Inwiefern? Die Bohrschablone verändern an sich, das ist natürlich schwierig möglich bis teilweise gar nicht. Das ist das, was ich gesagt hatte, wenn ich die erste Bohrung vornehme in der Bohrschablone, also die Pilotbohrung vornehme, dann hat man schon mal einen ziemlich guten Anhalt dafür, ob ich in Position und Ausrichtung richtig bin. Ich verändere dann meistens die Bohrschablone nicht. Aber es stimmt, zum Beispiel, das ist ein Punkt, nicht immer sitzt sie hundertprozentig. Und deswegen machen wir es meistens so, dass wir die Bohrschablone auf jeden Fall bei größeren Fällen vorher anprobieren, damit das in der Operation nicht Zeit frisst und kein größeres Hindernis ist, weil wir natürlich sicher sein wollen, dass die präzise und sicher da sitzt, wo sie hin soll. Ich sehe im Chatverlauf keine weiteren Fragen mehr. Wie gesagt, ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen Anstoß liefern, um Ihnen bei der Entscheidung weiterzuhelfen und wünsche ansonsten noch einen schönen Abend. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen CME-Punkt zu erwerben. Hierfür müssen Sie nur den dazugehörigen Multiple-Choice-Test absolvieren und mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet haben. Darüber hinaus bietet unser CME-Bereich vielfältige weitere Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben.